Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier diesen Ford Mustang 302 LP 1970 euch heute hier vorstellen. Ich finde es schön, man sieht ja echt cool aus, das ganze Teil natürlich. Ja, schade irgendwie, dass ich meine Hebebühne nicht mehr habe, wo man hier den drauf fahren könnte und sich auch natürlich dann von unten her anschauen. Das hat mir eigentlich immer großen Spaß gemacht, das Ganze. Ja, das gute Stück kostet hier 39.500 Euro in der Anschaffung. Miete sind wir dabei 2014 Euro inklusive. Wir haben eine Leistung von 300 PS, entsprechend hier 221 kW manuelle Schaltung. 98 Liter Tank, ja, und 160 km/h auf der Straße. 2,8 Tonnen wiegt das gute Stück. Wahnsinn, das ist schon beträchtlich. Ja, hat auch dickes Blech wahrscheinlich noch. Ja, bei den Reifen haben wir eine große Auswahl, ja, an Felgen und so weiter. Das sehen wir hier, also oben hier, das geht bis zu 9, soweit ich weiß, noch. Jetzt haben wir hier bei Set 1, dann hier bei Set 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und wieder von vorne. Dann haben wir natürlich noch hier Farbwahl an der Linienführung, wie wir hier sehen, das Ganze. So, und ja, Hauptfarbe ist hier auch möglich, hier zu wählen. Da sind wir jetzt hier am Dach her mit der Linienführung, das geht dann weiter. Da können wir jetzt Beispiel mal das ja so machen. Ja, das geht jetzt hier unter Rot auf Rot, passt nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf Schwarz. Das sehen wir dann natürlich dann besser, natürlich mit der Linienführung. Ja, also ich würde, um ehrlich sein, dann auf Weiß gehen. Das Ganze auf Weiß setzen. Ja, also sieht optisch natürlich ja cooler aus, natürlich. So her. Aber wenn einer Beispiel sagt, ja, er möchte lieber das hier in schicken Rot natürlich haben, sieht auch echt toll aus. Ja. Oder Beispiel so her. Oder wenn jemand mag, das Beispiel in Pink haben, sieht ja auch nicht schlecht aus, muss man sagen, im Pink so her. Aber das muss jeder natürlich für sich selber, also nachher dann im Endeffekt dann entscheiden. Wir können natürlich das hier so mit zweifärbig so her machen, das Ganze. Und so. Ich finde, es sieht auch nicht schlecht aus, aber ist halt auch natürlich Geschmackssache, das Ganze. Ja, Kennzeichenwahl natürlich so, wie du es natürlich gewohnt bist. Und wir schauen uns das gute Stück jetzt mal so an. Es ist hier leider nur für PC hier verfügbar. Er ist hier mit Simple IC ausgestattet. Ja, aber ich habe nur zwei Button bis jetzt gefunden gehabt, also innen drin her. Und das Ganze ist jetzt hier mit der kompletten Verschmutzung und den Verschleiß, wie wir hier sehen. So her. Ja, denke ich mal, dann nehmen wir hier. Welchen nehmen wir denn jetzt da? Ach, nehmen wir den roten, der gefällt mir ganz gut. So. Hupe. Mit der Kupplung ist der nicht ausgestattet. Ja, finde ich irgendwie ein bisschen wirklich schade, dass ich hier leider nicht also sehe bei dem guten Stück, wie er unten her beschaffen ist, wie gut er unten modelliert ist. Wir sehen schon mal hier, wir haben hier also einen Blattfedern. Das sieht schon mal echt cool aus. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Innensicht mal rein. Da sehen wir jetzt, hier haben wir unsere Button. Weil die Tür ist immer hier, können wir leider nicht aufmachen. Fenster haben wir jetzt offen. Fenster können wir wieder zumachen. Und natürlich andere Seite auch. So. Mehr ist leider hier nicht zu sehen, dass wir hier machen können. Schade irgendwie. Wir können nur nicht mal den Kofferraum aufmachen. Das ist auch schade. So. Animation, wie wir jetzt sehen, hier ist hier unser Drehzahlmesser. Pedale. Schauen wir mal. Bremspedal, Kupplung. Funktioniert hier auch.
Spiegel hier, wie wir sehen, sind mit Funktion. Bin mal gespannt, ob der Hebel hier animiert ist. Blinker-Sound hört man schon mal. Nein, Hebel ist nicht animiert. Schade irgendwie. Nächste Kreisel. Wahnsinn. Mal gleich jetzt hier mal so rüber. Mal die Außensicht mal ran. Ja. Dann machen wir gleich hier unseren Geschwindigkeitstest im Endeffekt. Wir sind schon mal hier bei 128. Bremsen. Oh. Ja, das war die Kante natürlich. Er ist hinten schon ein bisschen leicht, wie wir sehen. So. ...160 haben wir jetzt erreicht. So. Dann machen wir hier an der Stelle unser Lichttest. Hoffentlich bereue ich es nicht. Hier war ich noch nie. Ja, das sieht man schon. Blinker, wie wir sehen, mit Reflexion. Sehr gut gemacht. Einmal F geschalten. Zweimal, dreimal. Nun mit 6 kann man ja nochmal separat schalten. Da sind wir hier vorne aber keinen Lichtkegel. Gehen wir mal innen rein. Einmal F, zweimal, dreimal, viermal. Blinker-Kontrolllampen leider keine. Schade irgendwie. Ja. Schauen wir uns jetzt noch die Logdatei uns an. Da haben wir hier das, ja, wegen den Reifenwahl Konfiguration Klammer 1. Da haben wir hier irgendwas wegen Rotation und so weiter. Ja, da haben wir jetzt den Warning drin. Das also wiederholt sich immer wieder, wenn wir uns den gekauft haben oder natürlich im Shop nach natürlich anschaut. Dann haben wir hier dieses Warning drin. Ja, das ist schade. Aber ich finde, der ist soweit das ganz cool, schönes Modell. Gehört ein bisschen schwerer gemacht, ja. Da sehen wir ja hier auch die Bremsanlage. Da hätte man das eigentlich, finde ich, ja, mithaben können. Dass die Bobette, oh. Nice. Ja, jedenfalls auch vielleicht mit der Farbwahl her, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ist leider halt nicht. Ja, kann man nichts machen. Finde es ein schönes Modell. Macht, denke ich mal, auf alle Fälle großen Spaß natürlich, wenn man den im Spiel natürlich verwendet hier. Beispiel um Rennen zu fahren oder irgendwas anderes natürlich, außer wie dauernd hier zu pflügen, zu gruppern, sehen oder so. Oder macht das schon mal Laune natürlich. Oder man fährt damit zum Oldtimer-Treffen natürlich. Ja, ich hoffe, es hat dir hier mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du wieder reinschaust. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.